Yo, was geht alles hier für? Heute werden wir auf Angekämpft mit Knossi und Sido Tag 1 Highlights reagieren. Ja, Leute, wer es nicht mitbekommen hat, Knossi und Sido, die neuen Rekordhalter von Twitch bzw. von ganz Europa. Ich weiß nicht weltweit, I don't know. Aber auf jeden Fall haben die 300.000 Live-Zuschauer geknackt mit einem krassen Event, Special-Event, welches sie gemacht haben. Es hieß Angelcamp. Ja, da waren ganz, ganz viele Special Guests dabei, wie zum Beispiel Monte oder hier Pietro Lombardi und Sido war dabei. Also Sido war einer, der das gehostet hat, das Ganze. Lul. Und noch ganz, ganz viele andere. Cool Savage war, glaube ich, auch am Start. Und Slavik, also wirklich sehr, sehr viele coole Leute waren am Start. Und somit haben die auch alle, also haben sie neue Rekorde gebrochen. Ja, es ist wirklich krank. Mein Glückwunsch an Knossi nochmal verdient. Ja, wir werden natürlich nicht alles, nicht die ganzen 16, 20 Minuten gucken, sondern wir werden so 9, 8, 9 Minuten gucken, werden das in Teilen aufbauen. Freunde, falls ihr dieses Video gerade sehen solltet, ich werde wahrscheinlich um diese Zeit, also um 21 Uhr, werde ich auch live sein. Es gibt ein, zwei Themen zu besprechen und ein, zwei wichtige Sachen, die ich machen möchte in Zukunft. Also seid dabei, würde mich sehr freuen, wenn ihr am Start seid. Let's go. Genug Eigenwerbung hier. Ich habe leider den Anfang verpasst, aber wirklich, ich war bei allen drei Rekorden dabei. 312.264 oder 62? Also, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall krasse Rekorde wurden da gebrochen. Ich habe den Anfang nicht gesehen. Es ist jetzt gerade als ob die so Internetereignis des Jahres. Sido, was wird passieren hier? Angeln? Aber ich habe viele Leute auch gesehen, die gesagt haben, ja, Angeln finde ich, es gibt nur eins, das finde ich uninteressanter oder langweiliger als Angeln, jemandem beim Angeln zugucken. Es wird auf jeden Fall abgehen. Ich glaube, 72 Stunden lang, das hat noch keiner von uns irgendwie gemacht. Ne? Es ist unglaublich. Heute werden wir hier sein. Hier werden die Angeln. Es ist so krass, wenn du einfach schon so überlegst, was da alles passiert ist. Das ist ja, der Start ist ja nix. Sorry, aber ist ja nix, was danach passiert ist. Ich habe schon, so ein paar Kreisel. Heute wird heute Nacht, ich glaube dran. Ich glaube heute Nacht schon an den ersten dicken Fisch. Leute, Chat, sehe ich aus wie ein richtiger deutscher Angler? Wie nee. Ja, okay. 200.000 Zuschauer. Was unser. Ey, das war einfach unser Traum, ne, Paul? Ja. 200.000 Zuschauer einfach. 200.000 Zuschauer. Wir wollen mal was machen. Noch 100.000 dazu rechnen, passt. Spaß dabei. Urlaub mit Freunden. Komm, wir lassen jetzt Knossi einfach so lange reden, bis er leer ist. Und dann ich geht bis dann geht, geht Kinder, aber wir sind doch jetzt angekommen. Komm, aber wir gehen mal kurz rein. Wir testen die Hose mal. Erschreckt die Fische nicht. Ey, hier! Das hören wir aber auch so. Ah, hier ist aber schön kühl. Die Fische rennen weg. Die Fische hören doch, die haben die Fische doch im Wasser. Das ist der Moment, wo ich merke, ich bin komplett falsch vorbereitet. Mach mal auf. Oh, da drin ist gekommen. Mal rein, Paul. Aber da siehst du auch gleich, da sieht man auch gleich Chat. War ja klar, dass der König mit der Natur am meisten verbunden ist hier. Auf jeden Fall. Ich habe davor telefoniert, ich habe gefragt, was muss ich mitnehmen? Du hast gesagt, nichts. Ihr müsst eins werden heute mit der Natur. Ja, dann schrei die nicht so an. Während wir haben ja noch die Aufgabe, unsere Zelte aufzubauen. Oder zumindest die Zelte, die wir haben, werden wir uns hier rausgelegt. Ja, beim Zeltbauen haben sie den ersten Rekord. Sorry, dass ich gerade Spoiler, aber ich bin einfach dumm. Jeder ja? Zwei Routen aus. Der, wo als erstes mit seiner Angel einen rausholen tut, der kriegt den Wohnwagen. Ja, also, du hast mir gesagt, bring eine Badehose mit. Das ist doch nicht deine Badehose. Das ist aber geil, oder nicht? Ich war doch damit gerade. Paul mit Angelkönig, ich glaube aber auch, dass ich auch am meisten wirklich aussehe. Der hat aber am wenigsten Erfahrung. Aber ich habe die hübschere Trainerin, meine Damen und Herren. Hier ist meine Angeltrainerin. Großer Applaus für Claudia Gaga! Hey, die Fische! Ja, Claudia hat auch noch einen ganz, ganz großen Teil zu dieser Show beigetragen. Knossi, Monte? Deiner sieht aber auch gut aus, muss man auch ehrlich sagen. Also. Ja, aber nicht nur das, ich war auch draußen mit ihm gewesen. Das ist übrigens Yoshi, der einzigartige Yoshi von der Yoshi-Nator. Der Yoshi-Nator, er ist es, meine Damen und Herren. Wahnsinn. Wenn wir den Run kriegen, auf den wir warten, wenn die Sirene losgeht hier, dann geht's hier ab. Es wäre schon geil. Und dann zieht uns das Ding, wie Flipper über den See anziehen. Hier. Nee, ich bin da. Nein. Ich bin da ohne Scheiß. Ich habe ja, ich werde immer so. Ja. Ich will auch mit, ich will auch teilnehmen. Und ich habe tatsächlich die meisten Sachen mit dabei. Weil du mit deinem Mund gekackt hast, Jens. Wie, weil ich mit dem mitgenommen habe? Ist er damit schwimmen gegangen? Weiß das jemand? Wann kommen wir denn auf, mein Lieber? Hier. Ich kann gar kein Zelt aufbauen. Also, das ist belastend. Ich auch nicht. Mark, kannst du ein Zelt aufbauen? Ja, auf jeden Fall. Aufbau. Alter.
Ja. Ich sehe das belastend. Ey, aber die Messer sind ultra scharf, ne? Sascha, pass da auf. Was ist los? Ich habe eine Pfeife, falls ihr Regelverstöße macht. Wer hat was geschmuggelt? Ich sag's nur, wenn jemand was. Das was war was soll man denn geschmuggelt haben? Lass uns das doch mal kurz klären. Was wäre denn geschmuggelt? Alles, was ihr in dieses Camp mitgenommen habt, dürft ihr auch benutzen. Ja. Wenn jetzt aber rauskommt, dass irgendwer sich heimlich abends hier noch von jemandem aus dem Team eine Schokolade zustecken lässt oder irgend sowas. Woher weißt du denn, wer was mitgenommen hat? Ich habe überall Augen. Nee, ich könnte ja auch. Ja. Ich sehe aber. Der hat zwei Augen und Manni erstmal hinten einem rauchen. Wenn jemand Leute, die vierte Liga ist abhanden. Ja, wir haben auch nur zwei wir Eimer, ne? Ja auch nur drei. Wir brauchen nur drei. Einer pennt da drin. Ach, einer pennt doch da drin. Ha. Also du brauchst doch keine Liga. Ich brauch doch keine. Brauchst du deine Liga auf meine Liga? Bau du mal lieber dein Zelt auf. Ey, was? Sag mal dein Zelt auf. Ich penne hier. Loser. Gleich hier. Oh, perfekt, Dossi. Ey, geile Angelstühle. Moment. Scheiße. Oh. Ey. Das ist echt geil. Pink Feeling, Alter. Komm mal her, guck mal. Ey, das ist ultra, das Ding. Ey, wir haben jetzt hier aber ein Zelt, was wir aufbauen müssen. Das ist das gute Zelt. Ja, aber warte mal. Ja, warte mal. So, jetzt stehen jetzt, wir da. Jetzt kommt die 200, glaube ich, oder? Ein Zelt aufgebaut, oder was? Was habt ihr einen an Zettel? Jetzt irgendwann muss doch die 200 kommen. Zettel wie bei Ikea. Jalla! Auch in Häusern aus gib ihm! Ja, es muss doch ne. Guck mal, der packt jetzt einen Stuhl auf. Wait, wo hab ich. Wait. Wann genau? Ich war da. Ich hab wirklich. Ich war da und hab für zwei Minuten ganz kurz reingeguckt und wollte dann auch wieder gehen. Und plötzlich hat diese Lampe so geleuchtet. Ich so, ja, okay, was passiert jetzt? Hab auf die Zuschauer. Ich bin so ein Typ, der guckt. Ich guck nicht auf die Zuschauerzahlen. Ja. Digga, ja, hat er absolut die 200.000 gekriegt. Ich dachte mir auch so, oh, Bruder. Aber nochmal ganz, ganz großen Respekt an die ganze Knossi-Crew. Man darf ja auch nicht vergessen, diese Knossi-Sido-Crew. Wirklich krasses Equipment. Also die Leute, die da rumgelaufen sind mit ihren Backpacks und Kamera hier, Kamera da. Es hat vielleicht nur ein, zwei Mal geruckelt. Ein kleiner Punkt, den ich sagen könnte, den könnte man nächstes Mal besser machen, ist das mit den Mikrofonen. Ich weiß, das ist super viel Arbeit für die Regie und. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Punkt. Es gab Momente, da musste ich einfach abschalten, weil ich nicht mehr konnte. Ich hätte Kopfschmerzen bekommen. Real Talk. Ja, mein Kopf, da waren 15 Stimmen, die alle aufeinander geredet haben. Und ich wirklich, da dachte ich mir so, okay, ja, hätte man besser machen können. Aber ey, wirklich, von ganzem Herzen Liebe an alle vier Jungs als Team. Natürlich haben die hier den Rekord geschlagen. Natürlich auch mit der Hilfe von anderen Influencer-Kollegen, aber sehr, sehr krass, wirklich. Ja, obwohl wir hier gerade im Zelt aufbauen. Das ist bei ihm auch schon sollen drei Idioten ein Zelt aufbauen? Ja, drei Idioten sind ein Schlauer. Was machen wir denn jetzt? Ja, aufstellen. Ja, Anleitung. Aufstellen. Jetzt. Das ist das, was er sagt, wenn ich glaube, jetzt. Was machen wir jetzt? Sag mal, wollt ihr helfen? Jetzt. Ne? Wir sind die Angler. Die Angler. Wo kommt das? Okay, ach ja, komm. Hä? Ich dachte, man schmeißt es einfach nur hin und dann ist fertig. Hab ich auch gedacht. Ey, so macht man das. Bei Big Brother schaffen die es auch nur so, wenn die alle... Hä, bin ich dumm? ...im Zelt arbeiten. Ihr müsst jetzt wirklich Teamwork beweisen. Ja. Ja, komm, klingelt bei mir. Ja! Ja, da. Ja! Ja! 200.000! 200.000 Zuschauer! Geil, Alter. Alter, ist gar nicht dein Ernst, Alter. Das ging schnell, Alter. Das kann nicht schnell, Alter. Das Licht leuchtet, Paul. Wir gehen ins Wasser, oder? Unbedingt diese Hose ausziehen. Warte, wir gehen zusammen. Paul war einfach der, der alles einfach schnell machen wollte. Ja, Sascha erst 10 Minuten später reingekommen. Ja, das war geil, das habe ich gesehen. Jui! Sascha, übrigens, ich wusste nicht, dass du rauchst. Leute, na, das ist krank. Unfassbar. Alles, was wir uns eigentlich als Ziel gesetzt haben, damit wir auch den Verantwortlichen bei Twitch und allen möglichen Leuten zeigen können, dass man das auch größer und anders machen kann, auch bei Streaming. Wir wollten 200.000 Zuschauer haben, damit wir zeigen können, wir können das. Und wir, Twitch ist auf jeden Fall eine Plattform, wo man Dinge auch erreichen kann, wo die Zukunft ist. Das ist die Zukunft. Ja. Und das haben wir jetzt gezeigt, schon bevor es dunkel wurde. Das ist ein sehr gutes Endwort für dieses Video hier, Freunde. Wenn ihr wollt, dass ich weiter darauf reagiere, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und Freunde, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt von dem lieben Knossi, geht gerne bei ihm vorbeischauen. Und ja, herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite aus. Küsschen an die ganze Crew, die da mitgemacht hat. Und ja, gerne das Horror-Dings der Bubsleiter, wie ich sogar mit meinem Livestream zugucken und eine Nicht-Erschrecken-Challenge machen. Ich werde einmal erschrocken und jetzt, ich laber wieder nur Scheiße. Wir sehen uns heute Abend um 21 Uhr auf Twitch. Haut rein. Tschö. Mädel. Peace.